Wo ist Lara? Das geht dich überhaupt nichts an. Hallo, ich habe dich nicht gefragt, ich habe mit ihr geredet, ja? Das ist immer noch meine Tochter, ich habe ein Recht zu wissen, wo sie ist. Ich hab, meine Mutter hat es heute angeboten, dass sie bei ihr sein kann. Also, hä? Wo ist sie? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir der Mutter eines Kriminellen Lara überlassen? Eines Kriminellen? Ja, eines Kriminellen. Hör doch mal zu, unsere Mutter ist genauso Laras Oma, okay? Kriminell. Hast du mal irgendwie dran gedacht, dass sie vielleicht aufhören und die Kleine auch sehen würde? Hört euch bitte auf zu streiten. Lara geht's gut. Sie ist bei meiner Mutter. Und da ist sie bestens aufgehoben. Okay? Ich kann das nicht fassen. Ich könnte kotzen, dass du dich mit so einem Typen hier jetzt einlässt, oder was? Du weißt schon, dass das dein Vater sein könnte irgendwie, ne? Herr Kellner, jetzt halten Sie sich mal zurück, bitteschön. Ja, und der Herr kann da auch nicht stehen bleiben. Suchen Sie sich bitte einen Platz im Zuschauerraum, wenn Sie was finden. Das ist doch wahr. Das ist doch alles nur, ein Plan. Das ist doch alles Eviras Plan. Alles hier. Alles, was wir hier gerade sehen, ja? Jetzt kommt sie hier mit ihrem Kegelbruder und verkuppelt den mit ihrer Tochter. Ja, und dann kommt auch noch die Mutter und nimmt noch meine Tochter da ins Boot. Wunderbar. Super Plan. Jetzt haben wir alles, ja? Das ist doch totaler Blödsinn. Ja, Blödsinn? Wo? Ja, Elvira ist eine herzensgute Frau. Ja? Aber Andreas hat sich oft genug selber ins Abseits geschossen. Also ich persönlich, je weniger Lara von all diesen Querelen und diesem Drama um ihren Vater mitbekommt, desto besser für sie. Ja, so ist es. Also es ist wirklich für Kinder am allerbesten, wenn sich rund um sie herum gar keine Dramen abspielen, würde ich mal sagen. Mhm. Gibt es keinen freien Platz mehr? Nee. Naja. Voll wir sind auf der Zeugenbank Platz. Okay. Also, dann kommen wir mal zu Ihnen. Es ist Ihnen klar, dass Sie hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wenn nicht, dann machen Sie sich strafbar. Ja. Ja. Sie heißen Simone Schmidt, 22 Jahre alt. Sie wohnen in Ingolstadt. Sie sind ledig. Sie sind Friseurin von Beruf, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Wie Sie wissen, geht es heute darum, dass der Angeklagte Ihre Mutter am Abend des 6. Mai so gegen 21 Uhr mit einem Kreuzschlüssel niedergeschlagen und dann in den eigenen Kofferraum gesperrt haben soll. Ja, wegen Laras Geburtstag. Können Sie vielleicht damit einmal beginnen, dass Sie uns mal schildern, wie das so aus Ihrer Sicht war? Ja, also Andreas und ich hatten eigentlich schon länger ausgemacht, dass wir an dem Tag zu dritt in den Zoo gehen. Ja, hatten wir. Aber Mama hatte dann eben die Idee mit der Gartenparty und die Kinder aus der Nachbarschaft waren schon eingeladen und sie hatte sogar einen Clown engagiert. Und du hattest eine Abmachung? Ja, schon. Aber ich meine, wir hätten doch auch wann anders in den Zoo gehen können. Wann anders? Das war ihr Geburtstag. Ja, außerdem wusste ich nicht, dass du sie deswegen gleich mit dem Kreuzschlüssel niederschlägst. Also ohne jetzt den Angeklagten in Schutz zu nehmen, aber er hat gesagt, er habe von dieser Gartenparty statt dem Zoobesuch erst von ihrer Mutter erfahren. Wieso haben sie ihm das denn nicht gleich selbst gesagt? Ich wollte nicht enttäuschen. Ich meine, ich habe immer versucht, zwischen ihm und meiner Mutter zu vermitteln und meinetwegen hätte er Lara ja auch öfter sehen können. Aber meine Mutter meinte eben, dass ein sauberer Schnitt besser wäre, statt dem Hin und Her die ganze Zeit auch für Lara. Wieso richten Sie sich eigentlich immer so sehr nach den Wünschen Ihrer Mutter? Naja, weil meine Mutter so viel für mich tut. Zum Beispiel nach Papas Tod, da hat sie uns mietfrei ins Haus aufgenommen. Und ich meine, wir durften noch sogar den Dachboden ausbauen, ganz nach unseren Wünschen. Toll. Und ich konnte sogar teilweise wieder als Friseurin tätig sein, weil sie die Kosmetikstunden eben extra so verlegt hat, dass sie auf Lara aufpassen konnte. Super. Weißt du was? Mir kommen gleich die Tränen, ja? Und den passenden Mann hat sie für dich auch noch gefunden, dann, ne? Ja, einer ein Schoßhündchen für sie, der immer schön gehorsam ist, ihr keine Widerworte gibt. Hm? Horst ist ein wunderbarer Mensch. Ein wunderbarer Mensch. Und seitdem er da ist, ist es endlich mal friedlich bei uns. Ja. Wart mal, bis der gute, liebe Horst bei euch einzieht. Dann ist aber vorbei mit dem Frieden. Der Horst betrügt mich wenigstens nicht so wie du. Vielleicht ist für den guten Horst die Situation aber vielleicht doch eine ganz andere. Also zumindest so, wie er es nach außen erscheinen lässt. Er hat ja, wenn ich Sie richtig verstehe, wie heißen Sie eigentlich mit Nachnamen? Buchberg. Herr Buchberg, Sie haben ja wohl offensichtlich im Haus Frieden einkehren lassen. Das heißt, Sie tun alles, was die gute Frau Schmidt von Ihnen erwartet. Staut sich da nicht vielleicht ab und zu mal ein bisschen die Luft? Muss man da nicht einfach mal ein paar Aggressionen, ein bisschen Luft machen? Nein. Und haut vielleicht auch mal mit so einem Schlüssel zu, wenn es einem zu viel wird? Das ist ja wohl bodenlos. Ach. Völlig absurd. Ja, warum? Ja, weil ich vielleicht ein bisschen Stabilität in das Ganze gebracht habe. Stabilität. Aha. Und, wie sieht's mit dem Alibi aus? Wo waren Sie denn zur Tatzeit? Ich war im Kino. Sie waren im Kino. Ja, danach ist er auch sofort zu mir gekommen und hat auf Lara aufgepasst. Also das ist völliger Quatsch. Naja, also Quatsch ist ein ganz schönes Stichwort der Verteidiger. Kann man festhalten, wenn jemand hier reinkommt zur Tür, der noch nicht da war, dann schnappt die Verteidigerfalle erstmal zu. Na, jeder ist hier verdächtig. So absurd. Motiv sehe ich auch keins bei ihm. Was soll das? Nun, ich sehe bei meinem Mandanten auch kein Motiv. Ja. Bleiben wir doch mal beim Nachmittag. Vielleicht Nachmittag, als er erfahren hat, dass der Zoobesuch gestorben ist und stattdessen eine Gartenparty geplant, zu der er übrigens nicht kommen sollte, was ich seltsam finde. Da hat er sie wohl angerufen, oder? Ja, er hat mich sofort angerufen nach dem Streit mit meiner Mom. Oh. Aber ich weiß auch nicht genau, irgendwie, ich war da mit Lara auf dem Spielplatz und
er hat angerufen, war völlig aufgelöst und hat rumgeschrien und dass er sich von mir nicht alles verplanen lässt und dass er Lara auch sehen will. Und ja, verständlich, dass, oder? Dass meine Mutter gar nicht irgendwie, dass sie ihn ausgrenzen will. Ja, und ich habe dann auch angefangen zu schreien, weil ich meine, Mama will ja nur das Beste für uns, sondern... Kommen wir mal zum Tatabend. Wie haben Sie den Abend verbracht? Ich habe mir total Sorgen gemacht. Also normalerweise ist meine Mutter immer so gegen 9 Uhr zurück vom Kegeln. Um 10 war sie immer noch nicht da und auf dem Handy habe ich sie auch nicht erreicht. Was haben Sie denn dann gemacht, als Sie sie nicht erreicht haben? Ich habe gewartet, weil wir wollten ja auch noch den Kuchen für Lara backen. Mhm. Und um kurz vor 11 kam dann Horst auch aus dem Kino nach Hause und hat auf Lara aufgepasst. Und ich wollte sofort los zur Kegelbahn und bin dann in unsere Doppelgarage. Und das Auto von meiner Mutter stand auch schon da. Und dann habe ich auf dem Kofferraum Klopfen gehört, habe aufgemacht und dann... lag sie da drin und hatte auch die Wunde am Hinterkopf. Und also, sie hat mir sofort gesagt, dass es Andreas war. Das ist Quatsch. Das ist eine verdammte, dreckige Lüge. Mehr nicht. Checkst du es endlich mal? Warum soll ich dir was antun dann? Der Einzige, der lügt, bist du. Ich lüge nicht. Ich habe ihr nichts angetan. Heidrun hatte ich auch gesehen gegen 9 Uhr. Heidrun kann mich gar nicht gesehen haben. Also, Heidrun ist ihr Nachbar. Ich war nicht da. Wir halten noch mal fest. Ja. Wir haben hier eine anderslautende Aussage. Frau Kellner, die Schwester meines Mandanten, hat hier ausgesagt, dass mein Mandant zur Tatzeit bei ihr war. Das heißt, Frau Lechner muss sich irren. Aber ich will noch was ganz anderes von Ihnen wissen. Wie ist eigentlich das Verhältnis Ihrer Mutter zu Frau Lechner gewesen, als sie noch ihre Nachbarin war? Ausgesprochen gut eigentlich. Also mit Norbert hat sie sich ja immer schon gut verstanden und Heidrun war eben ein bisschen verschlossener, aber sie war auch nett. Vielleicht ein bisschen verschlossen, weil ihr es nicht so gepasst hat, dass ihre Mutter mit Herrn Lechner immer rumgeflirtet hat? Was? Nein. Was heißt hier nein? Sind Sie da sicher? Natürlich, meine Mutter würde nie irgendjemanden den Mann ausspannen. Ich verstehe wirklich nicht, worauf Sie da immer rumreiten. Norbert hat meiner Mutter viel geholfen nach dem Tod meines Vaters, aber es war alles total harmlos. Gibt es denn noch Fragen an Frau Schmidt? Dankeschön, dann dürfen Sie den Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Heidrun Lechner, bitte. Frau Lechner, kommen Sie bitte nach vorn. Nehmen Sie doch bitte hier Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Rein vorsorglich 55 StPO belege ich Sie. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Heidrun Lechner, 44 Jahre alt. Sie wohnen in Mainz, sind verheiratet, Hausfrau, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Frau Lechner, es geht heute um den Abend des 6. Mai 2011. Ich weiß. Laut Ihrer polizeilichen Aussage wollen Sie da eine wichtige Beobachtung gemacht haben. Ich habe den Wagen von Simones Ex vor Elviras Haus gesehen. Also den Wagen des Angeklagten? Ja. Wann? Gegen 9. Kann es sein, dass Sie sich da täuschen, dass Sie vielleicht einen ähnlichen Wagen gesehen haben? Ich kenne das Fahrzeug nun wirklich gut genug. Schließlich waren wir fast 2 Jahre Nachbarn. Und ich konnte sogar sein Kennzeichen sehen. INHG23514. Schön auswendig gelernt, ja. Das ist doch sein Kennzeichen, oder? Das ist tatsächlich die Nummer. Aber es kann nicht sein, dass Sie diesen Wagen dort stehen haben sehen. Weil mein Mandant zum Tatzeitpunkt, genau um die Uhrzeit, die Sie gerade nennen, bei seiner Schwester war. Ich weiß, was ich gesehen habe. Der Wagen stand da, und zwar eine ganze Weile. Als ich gegen 20.45 Uhr den Müll rausbrachte, da stand das Auto da. Und später, als ich gegen 9 noch mal zum Fenster rausgeschaut habe und gelüftet habe, da stand das Auto immer noch da. Na schön. Frau Lechner, dann erzählen Sie mir doch mal was anderes. Sie sind ganz plötzlich nach der Tat mit Ihrem Mann umgezogen. Warum? Wieso wollen Sie denn das jetzt wissen? Ja, das ist eine reine Privatangelegenheit. Ja, Frau Lechner, Sie sind verpflichtet, auf alle Fragen zu antworten, mit Ausnahme der Fragen, wo Sie sich vielleicht selbst belasten könnten. Ich habe nichts zu verbergen. Ich sehe nur nicht ein, warum ich hier meine privaten Dinge preisgeben soll. Die Elvira, die hat die ganze Zeit mit dem Kerl gestritten. Und irgendwann hat er halt den Kofferraum gesperrt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wieso machst du eigentlich so ein Geheimnis um euren Wegzug? Kümmer dich doch du um deine eigenen Angelegenheiten. Himmel, reg dich nicht so auf. Kann doch jeder wissen, dass ich... Was hast denn du jetzt zum Sagen? Du bist doch hier überhaupt nicht gefragt. Aber Sie wurden gefragt und wir warten immer noch auf Ihre Antwort. Und wenn Heidrun jetzt nicht reden will, dann will ich reden. Ich habe viel zu lange geschwiegen. Also erstens war Andreas Auto an dem Abend nicht vor dem Haus und zweitens... Ich glaube es nicht. Woher willst denn du das wissen? Also ich möchte mir das jetzt aber mal genauer anhören. Oder können Sie uns erklären, wie Ihr Mann drauf kommt, Frau Lechner? Hä? Na gut, Herr Lechner, dann kommen Sie mal bitte nach vorn zu mir. Setz dich gerade mal nach hinten, bitte.
Dann rede ich doch direkt mit Ihrem Mann. Sie sind noch nicht entlassen, dass das klar ist. Ja? Heidrun, es tut mir leid. Also es wird dir auch noch leid tun. Viel zu lange gelitten. Hier Platz, bitte. Also, dann vernehme ich Sie jetzt als Zeuge. Ja? Ja. Die Belehrung haben Sie schon gehört. Trotzdem noch mal für Sie. Sie müssen hier auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst oder vielleicht eine Angehörige belasten könnten. Ansonsten, sobald Sie den Mund aufmachen, muss alles die Wahrheit sein. Ist klar. Ja. Zuerst mal zu Ihrem Personal. Also Sie heißen Lechner, mit Vornamen heißen Sie Norbert, ist das richtig? Das Sie ist sind korrekt, verheiratet, ja. Klar? Ja. Wie alt sind Sie, wo wohnen Sie und was machen Sie beruflich? Also ich bin 45 Jahre alt, wohne in Mainz und bin Abteilungsleiter. Mit dem Angeklagten verwandt, verschwägert? Nein. Sie nicht. Also jetzt haben Sie gerade gesagt, erstens stand am Tatabend der Wagen des Angeklagten nicht da vor der Tür von der Frau Schmidt. Doch schon, aber das war schon gegen 20 Uhr und maximal vielleicht 1 bis 2 Minuten. Da steht jetzt hier aber nirgends was davon. Das stimmt schon, er hat recht. Ach so? Das stimmt, ja. Waren Sie um die Zeit bei der Frau Elvira Schmidt? Ja, was kurz. Was wollten Sie denn da? Kurz. Ich wusste ja, dass sie wahrscheinlich beim Kegeln ist, wie es immer ist. Und ich wollte die Chance noch mal nutzen, um mit Simone noch mal kurz ein Vier-Augen-Gespräch zu wagen, um den Zoobesuch und vielleicht das noch mal ein bisschen friedlicher zu lösen. Und ich hab mir es anders überlegt. Ich dachte, es wäre besser, wenn ich dann mit dem Plüschtier auf die Party doch komme. Und ja, bin ich einfach gleich wieder abgehauen und zu meiner Schwester gefahren. Fällt mir ja früh ein. Bin begeistert. Ja, früh? Ja. Entschuldigung, ich hatte vielleicht Angst, dass mir das hier zum Verhängnis wird, wenn ich da in der Nähe gewinnen würde. Ist mir egal. Das glaube ich Ihnen, dass das egal ist. Und jetzt wollten Sie vorhin auch noch zweitens sagen. Ja, genau. Und zwar so gegen 21 Uhr ist meine Frau dann eine kurze Weile aus dem Haus gegangen. Sie hat eigentlich gesagt, sie wollte schon nach oben gehen. Und als ich kurz darauf auf die Toilette gegangen bin, habe ich durchs Toilettenfenster sie draußen gesehen. Und sie hatte Gartenhandschuhe in der Hand. Ihre Frau? Ja. Haben Sie auch gesehen, wohin die gegangen ist? In Richtung von Elviras Haus. Und ist sie da in die Garage gegangen? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Und das Auto vom Angeklagten? Das war definitiv nicht da. Und Ihre Frau, wann ist die wiedergekommen? Na, ich würde mal so sagen, gegen 21.15 Uhr. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Ich weiß nur, dass sie die Elvira vom tiefsten Herzen hasst. Und warum das? Ja, also wie gesagt, wir haben Elvira und ich, wir haben schon viel Zeit miteinander verbracht, aber ohne, dass wir uns da was vorzuwerfen hätten. Und ich wollte dann Ruhe in die Sache reinbringen und hatte ein romantisches Wochenende für uns gebucht in einem Wellness. Moment, Sie sprechen jetzt von wem? Von meiner Frau. Mit das wollte Frau. Ich. Also bleiben wir doch mal. Sie sagen, Sie haben mit Elvira Schmidt schon viel Zeit verbracht. Genau, weil wir uns gut verstehen. Rein war nachbarschaftlich, nix. Oder rein wie? Rein nachbarschaftlich. Aber Ihre Frau war trotzdem eifersüchtig? Rasend eifersüchtig. Und dann haben Sie gedacht, machen wir ein romantisches Wochenende mit meiner Frau. Genau. Okay, soweit habe ich es verstanden. So, und dieses Wochenende in einem Wellnesshotel, da wollten wir am Samstag losfahren. Aber am Samstag, also an Laras Geburtstag? Genau, und das ist ja auch der Knackpunkt. Weil Elvira hatte mich gebeten, ob ich ihr nicht helfen könnte beim Lampignon aufhängen und Schaukel aufstellen und solche Sachen bei den Vorbereitungen. Das sollte ich am Samstagvormittag machen. Und dann habe ich Heidrun halt gesagt, ob wir unsere Abfahrt nicht verschieben könnten. Weil Sie da helfen wollten bei der Vorbereitung der Gartenparty. Genau. Wann haben Sie das Ihrer Frau gesagt? Ja, am Abend. An dem Abend vorher. Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie hat nicht mehr mit mir geredet. Sie hat nur noch böse geschaut. Entschuldigung, jetzt an den Tagen danach wussten Sie ja dann, was an dem Abend passiert war. Nämlich, dass die Elvira Schmidt in ihrer Garage niedergeschlagen wurde und in den Kofferraum gesperrt. Da muss es doch bei Ihnen gerattert haben, oder? Haben Sie nicht da Ihre Frau noch gefragt, was sie gemacht hat an dem Abend? Nee, wir haben es totgeschwiegen. Und ich wollte das auch nicht provozieren, weil unsere Ehe stand sowieso auf dem Spiel und ich wollte da nichts weiter. Die Ehe stand auf dem Spiel. War das auch der Grund, wieso Sie weggezogen sind? Eigentlich schon. Also meine Firma hatte mir eine Position angeboten in Mainz, die ich eigentlich abgelehnt hatte. Und als Elvira im Krankenhaus war und wir in diesem bescheuerten Wochenende waren, da hat mich meine Frau vor ein Ultimatum gestellt. Also entweder wir ziehen weg und beginnen noch einmal komplett neu. Oder aber sie verlässt mich. Und ich wollte ihr nachkommen. Ich habe mich ihr verpflichtet gefühlt und dann sind wir weggezogen. Mhm. Heidrun, ich fasse es nicht. Das kannst doch nicht wirklich du gewesen sein. Du hattest überhaupt keinen Grund dazu. Der Frage möchte ich mich anschließen, Frau Lechner.
sind Sie an dem Abend zu Elvira Schmidt gegangen? Nun, Sie müssen ja nichts sagen. Aber an Sie, Frau Schmidt, habe ich noch eine Frage. Und Sie müssen weiterhin die Wahrheit sagen, sich selber nicht belasten, 55 StPO. Sie haben doch vorher gesagt, Sie hätten den Angeklagten aus dem Augenwinkel gesehen, sogar sein Gesicht. Bleiben Sie denn da dabei? Ja, also ich habe geglaubt, ihn gesehen zu haben. Geglaubt? Also auf gut Deutsch, Sie haben ihn nicht gesehen. Nein, ich war mir so sicher, dass er es war. Ich habe doch von all dem hier nichts gewusst. Und Heidrun, du hattest überhaupt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Naja, so ganz abwegig war das ja nicht, oder? Genau, es war wirklich absolut nicht abwegig. Wirklich jeder hat sehen können, wie er sich für dich den Hintern aufgerissen hat. Und ich habe die ganzen letzten Wochen habe ich was durchgemacht und ich habe immer gedacht, dass das mit Heidrun wieder in Ordnung kommen könnte. Aber vorhin, als ich Elvira wieder gesehen habe, also meinst du nicht, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir uns zueinander bekennen? Was bitte meinst du denn? Wozu bekennen? Aber du hast doch immer gesagt, dass es bei uns knistert und dass du mich vermisst hast. Norbert, da musst du was gänzlich missverstanden haben. Ja, aber... Nichts aber. Was? Norbert, du warst für mich nie etwas anderes als ein guter, liebenswerter Nachbar. Ich weiß überhaupt nicht, was du dir da zusammenreinst. Ich tu dir nichts an. Mama, das ist doch völlig verrückt. Weißt du was? Du tust mir fast leid. Wie kann man so dumm und so blind sein, ne? Hast du das nicht gesehen? Ich hätte es dir von Anfang an sagen können, ja? Sie braucht einfach mal hier einen Handwerker im Haus und jemand, der mit ihr Mama Maus spielt. Andrea, sei still! Du hast mir gar nichts zu sagen. Das ist nun ein Thema, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ist zumindest strafrechtlich nicht relevant, würde ich mal sagen. Noch Fragen? Keine Fragen, danke schön. Dann dürfen Sie bitte hinten Platz nehmen. Ich glaube, da haben Sie in Ihrem Privatleben einiges zu klären. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Auch die Frau Lechner bleibt unvereidigt. Und die Frau Elvira Schmidt bleibt ebenso weiterhin unvereidigt. Wir haben noch einen Bundeszentralregisterauszug des Angeklagten. Der ist ohne Eintrag. Noch weitere Anträge oder Erklärungen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hofgericht, der Verteidiger, dramatische Szenen am Schluss dieser Hauptverhandlung. Danke für das Stichwort, Herr Vorsitzender. Das steht auf einem anderen Blatt. Das ist richtig, kommen wir zu diesem Blatt. Es sprach alles gegen den Angeklagten. Die Aktenlage war eindeutig nach meiner Überzeugung. Vom Motiv spreche ich jetzt gar nicht mal. Und wenn ich mir anschaue, nur mal als weiteres Stichwort von mir jetzt, die Fingerabdrücke auf der Tatwaffe, dann sehe ich hier weiterhin eine nicht klare Beweislage. Aber dann kommt hier der überraschende Zeuge und bringt dann doch der Ex-Nachbar hier sehr überzeugend in sich schlüssig eine Darstellung, die auch mich dazu bringt, dass ich bei der Täterfrage erhebliche Zweifel bekommen muss. Und diese Zweifel erlauben mir meines Erachtens nur einen Antrag, nämlich in dubio pro reo den Angeklagten freizusprechen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich kann nun wirklich nicht nachvollziehen, warum hier in dubio pro reo der Freispruch beantragt wird. Herr Lechner hat da hier ganz deutlich gesagt, dass mein Mandant zum Tatzeitpunkt überhaupt nicht da war. Und deshalb muss es einen Freispruch allererster Klasse geben. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Herr Kellner, Sie können selbst auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort, vor das Urteil gesprochen wird. Ja, ich hoffe, dass jetzt hier in diesem Saal jedem klar ist, dass ich unschuldig bin und ich möchte einfach nur meine Tochter wiedersehen. Dann verkünden wir das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Andreas Kellner wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Es gibt ja diesen eher dümmlichen Spruch, es ist nicht so, wie es aussieht, der meist dann als letzte Ausrede dienen soll, wenn es bei einem Seitensprung eben genau so ist, wie es aussieht. Wenn Herr und Frau Lechner hier im Vorfeld vielleicht ein bisschen mehr miteinander gesprochen hätten, dann hätten Sie vielleicht mitbekommen, dass hier in dem Fall wirklich es nicht so war, wie es aussah und dass nicht mehr war als ein freundschaftliches, nachbarschaftliches Verhältnis. Auch wenn vielleicht die Frau Schmidt mit der Zuneigung des Herrn Lechner etwas gespielt hat. Ja, und wenn Sie das vorher hinterfragt hätten, dann wäre Ihnen beiden einiges erspart geblieben, dem Herrn Lechner eine Enttäuschung. Vielleicht auch diese emotionale Entfernung von der eigenen Ehefrau. Und Ihnen wäre viel an Eifersucht erspart geblieben und der Frau Schmidt ein Aufenthalt in ihrem eigenen Kofferraum. Das wird an anderer Stelle erörtert werden. Sie sind natürlich hier freizusprechen. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Das Urteil ist hiermit rechtskräftig. Lassen Sie mich noch was ganz anderes sagen, was mir wichtig ist. Auch wenn Eltern sich trennen, das ist für Kinder immer schlimm. Und es sind immer beide Eltern wichtig für die Entwicklung des Kindes.
Und auch nach einer Trennung bleibt deswegen für den leiblichen Vater immer das Recht auf Umgang. Und wenn Sie das hintertreiben, dann zeigen Sie damit, dass bei Ihnen das Wohl des Kindes nicht im Vordergrund steht. Und ich warne Sie, bei der Entscheidung der Gerichte über Umgang und Sorgerecht gibt es nur ein wichtiges Argument, und das ist genau das Wohl des Kindes. Und mit dieser falschen Verdächtigung zu seinen Lasten, die jetzt aktenkundig ist, haben Sie sich da überhaupt keinen Gefallen getan. Die wird ein Gericht in Zukunft immer im Hinterkopf behalten. Soll heißen, Sie haben eigentlich nach diesem Prozess hier, denke ich mal, noch viel bessere Karten in Ihrem Kampf um das Umgangsrecht mit Ihrer Tochter Lara. Und es ist ja zu spüren, dass Sie die Tochter wirklich lieben. Und ich meine, Ihre Tochter Lara hat ein Recht auf so einen Papa. Vorher ist der Hauptmann angeschlossen. Heidrun Lechner wurde wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten verurteilt. Elvira Schmidt wurde wegen falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 10 Monaten verurteilt.